Hi Leute, hier ist Füßen aus Berlin. Ja, ich war bei Aldi mal einkaufen. Das ist ja echt eine Seltenheit. Ich kaufe sonst nie bei Aldi ein. Aber ich hatte, ich glaube, die heißen Yummy Bean, sehr gute Aldi-Produkte gesehen bei denen. Die hatten das vorgestellt und da dachte ich mal, vegane Produkte natürlich, warum ist es so dunkel? Darum dachte ich mal, ich probiere das aus und ich habe da, wurde ja auch fündig und auch das Obst und so weiter fand ich sehr gut. Wie viel habe ich bezahlt? Insgesamt habe ich bezahlt 16,70. Das geht, das also nicht so teuer. Und ja, lasst uns mal starten. Und zwar habe ich geholt Bananen, Bio-Trade, und die haben 2,34, hier 1,99 das Kilo gekostet. Die sehen gar nicht so schlecht aus. Also dachte ich mir, kaufe ich die und probiere das mal, wie die all die Bio-Trade-Tomaten schmecken. Weil meistens sind die nur Trade oder Bio. Bei dem ist es beides. Die sind noch nicht ganz reif, aber das macht nichts. Bleiben da ein bisschen liegen. Zumindest ja, 1,99 das Kilo ist bisher das günstigste. Dann habe ich hier vegane Salami, das koste ich auch gleich. Und das hat wirklich, war sehr günstig. Das hat, glaube ich, 1,29 Euro. Und dafür ist das echt gut mit Pfeffer, was ich mag. Und da waren auch ganz so Zusatzstoffe, die ich auch ganz gut fand. Und 100 Gramm nur 87 Kalorien. 5,4 Gramm Fett und nur 1,2 Gramm gesättigte Fettsäuren und 1,8 Gramm Eiweiß und 7,9 Gramm Ballaststoffe. Was ich nicht so gut finde, ist 3,5 Gramm Salz. Das habe ich leider zu spät gesehen. Das finde ich schon ein bisschen too much. Also 2 Gramm ist noch die Grenze, finde ich. Und ja, was beinhaltet es? Es hat Eucheuma-Algen drin, Zitrusfaser, Cognac. Cognac finde ich ganz gut. Erbseneiweiß, Zucker hat es auch, Pfeffer. 1,1 Gramm Zucker pro 100 Gramm. Und hat Pfeffer, Schwarz und Grün. Gewürze, Aromen, Speisewürze, Säureregulator, Kupferter Essig. Und dann Rettichkonzentrat, Karottenkonzentrat und Zitronensäureester. Aus Mono- und Diglycerin von Speisefettsäuren, Säurungsmittel, Milchsäure, Eisenoxid, Calciumcarbonat und Rauch. Aber es ist vegan, hat ein C, Nutri-Score. Mal sehen, wie es schmeckt. Also wenn es nicht schmeckt, hole ich es natürlich nicht vegan, weil es ja schon etwas sehr ungesund ist. Und ups. Ja, und wir testen das auch gleich, weil ich habe auch hier so ein Natursauerteig mit Haferflocken und Roggenmehl. Das hatte ich auch noch nicht gesehen. Das hat auch das vegane Label. Und das habe ich jetzt extra dafür aufgeholt. Hoffe, dass das Brot auch gut schmeckt. So. Und dann machen wir das hier noch auf. Oh, meine Schere ist kaputt gegangen. Schade, schade, schade. Die habe ich voll geliebt. Ja. Boah, das riecht aber sehr nach Salami. Also schmecken tut es ohne Brot gar nicht. Das ist wirklich extrem salzig, sehr salzig. Das kann man nur mit Tomaten essen. Es hat auch nicht diesen typischen Salami-Geschmack wie die meisten. Dieser
Ersatzstoffe. Aber das Brot ist sehr gut. Das war das Pura Bio. Das ist sehr gut. Schmeckt sehr gut. Jetzt haben wir hier noch My Way. Auch vegan. Ei, Schnittlauch, Aufstrich. Und hat Rapsöl, Kichererbsenpüree, Carrageen, Branntweinessig, Kichererbsenprotein, Natriumacetat, Rapsöl, also viel mit Rapsöl. Das ist aber schon ziemlich lang die Liste und hat 300 Kalorien pro 100 Gramm, 29 Gramm Fett, aber gar kein, davon auch nur 2,2 Gramm gesättigte Fettsäuren. Ja. Und hat 3,9 Gramm Zucker, nur 1,4 Gramm Salz. Gott erhalt. Und dann schauen wir mal, wie das schmeckt. Wow. Das riecht sehr nach Ei. Und das fühlt sich auch sehr fest an. Hat auch so ein weißes Zeugs, was so wie Eiweiß aussieht. Schmeckt so sehr gut eigentlich. Also schmeckt nicht schlecht. Also auf jeden Fall besser als die Salami. Manchmal schmecken die Sachen auch besser, wenn man sie wirklich ins Tiefkühlfach getan hat. So sieht das aus. Das sieht schon wie Ei aus, finde ich. Darum schauen wir mal, wie es morgen schmeckt. Vielleicht schmeckt morgen besser. So war es nicht so ganz meins. Mm. Mm. Also diese Kombination ist sehr gut. Unschlagbar. Das schmeckt mir sehr gut. Oh, lecker. Lecker, lecker. Das ist bestimmt auch sehr gut, wenn man das im Tiefkühler hatte. Als nächstes habe ich Brombeeren gekauft, die waren auch sehr günstig. Irgendwas mit 2 Euro. 2,90 Euro. Ist jetzt auch sehr günstig, darum habe ich sie geholt. Die Aprikosen sahen auch sehr gut aus und die waren auch 2,90 Euro. Das ist ein sehr guter Preis. Das schmeckt mir einfach so gut. Und das Brot erst. Vielleicht lese ich euch noch, was auf dem Brot alles so drin ist. Im Brot. Weil es ist richtig knackig, körnig. Schmeckt wirklich lecker. Wasser, Haferkerne, Sonnenblumenkerne, Apfelessig, Leinsaat, Kürbiskerne, Flohsamenschalen, 2% Haferflocken, Meersalz. Also eigentlich sehr gute Sachen. So Haferbrot mit Ölsaaten steht auch drauf. Aber es schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Ohne Mehl, ohne ballaststoffreich, ohne Hefe. Das werde ich mir öfter holen. Schmeckt mir richtig gut. Es hat 18 Gramm Fett. Das geht auch klar. 11 Gramm Eiweiß. Wow. Und 8,1 Gramm Ballaststoffe. 300 Gramm circa. Aber schmeckt so gut. Ich glaube, die beiden Sachen werde ich
wenn ich da vorbeikomme, öfter holen. Vielleicht das Obst, wenn es gut ist. Also auch die Nektarinen, die haben ganz gut gerochen. Was mich aber gewundert hat, ist, dass es hier nicht als Schale, sondern als Kilopreis abgewogen wurde. Weil da, und das sind dann 3,29 und pro 1,99 abgewogen wurde, habe ich nicht gesehen, als ich das gefunden hatte. Aber für 3,29 das hier geht. Normalerweise kosten die 2,99 rum. Ist okay, also ich werde damit nicht arm. Es ist gut. Aber für die paar Sachen 16,70 €. Ah ja, da kommt ja noch was. Ich habe das Beste zuletzt. Habe ich vergessen. Hier eine Mini-Wassermelone für 2,99 €. Die hat bestimmt so 1-2 Kilo. Das ist okay, ich wollte nicht so viel tragen. Darum stabiler Preis. Aus Spanien. Bestimmt gut. Klopft sich gut. Das heißt, die ist schön süß innen drin. Okay, das war's. Tschüss, bis zum nächsten Mal.